Hallo zusammen, hallo liebe Weltenentdecker, und ich begrüße auch die Unterwasserbewohner hier zum ersten Guide zu Subnautica Below Zero, der Einstieg für Beginner einfach erklärt. Richtig, in meiner neuen Reihe zu Subnautica Below Zero möchte ich euch oder mit euch zusammen erstmal den Einstieg hier ein ganz kleines bisschen besprechen. Wo kommen wir runter? Was können wir am Anfang mitnehmen? Welche Tiere können wir am Anfang nehmen? Was bieten die uns? Beziehungsweise, dass euch der Einstieg zu Subnautica Below Zero ein ganz kleines bisschen leichter fällt. Ich habe einige Nachrichten von euch bekommen, beziehungsweise durfte ich auch im Discord einige Nachrichten lesen. Und der ein oder andere, der sich auch jetzt dieses Spiel hier geholt hat, der hat schon noch gerade am Anfang derbe Probleme. Also werden wir am Anfang verschiedene Dinge beleuchten. Ich werde mit euch reingehen. Wir werden uns die Absturzstelle angucken. Wir werden uns auch den kleinen Rettungspot angucken, was man da außenrum erleben kann. Und wir werden, ohne viel zu spoilern, in den ersten, ich sag mal, den ersten vielleicht ein, zwei Folgen, werde ich dann eure Kommentare bzw. die im Discord etwas sammeln. Und dann, wenn ihr Bock habt, machen wir in der dritten kleinen Folge einfach so einen Community-Austausch. Da werde ich euch mal ein paar Kommentare vorlesen, beziehungsweise werde ich die euch dann versuchen zu beantworten. Okay, ganz, ganz wichtig. Ich sag mal, bevor wir jetzt so losmachen, gehen wir jetzt hier rein ins Spiel, und da zeige ich euch mal die verschiedenen Spielmodi. So, und dann gehen wir mal rein. Bevor wir jetzt direkt ins Spiel reingehen und wir uns das erste Gameplay-Material angucken, gehen wir jetzt die verschiedenen Spielmodi durch. Ihr könnt hier ganz normal ein Spiel beginnen, und dann habt ihr hier insgesamt die Auswahl von 5 verschiedenen Spielmodi. Ganz unten ist Benutzer definiert. Da könnt ihr alles anpassen, was ihr wollt. Wollt ihr mit Hunger spielen? Wählt's an. Wollt ihr mit Durst spielen? Wollt ihr mit Körpertemperaturverfall oder Abfall spielen? Mit Sauerstoffverbrauch? Mit Fahrzeugzerstörungstiefen? Es gibt hier wirklich alles Mögliche, was ihr hier einstellen könnt. Bedenkt bitte, ne, man kann sogar die Tageslänge einstellen oder der Schadensmultiplikator oder. Bedenkt bitte, was das hier ausmacht, ist diese Gameplay-Einstellung. Die sämtliche Erfolge, die es hier im Spiel gibt, werden bei diesem Modus deaktiviert. Ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn ihr hier schon auf Benutzer definiert macht, dann ist es tatsächlich so, dass alle, hier unten seht ihr das, eine Achtung, alle Erfolgerungschaften werden dadurch deaktiviert, weil wir halt alles einstellen können, wie wir wollen. Im nächsten, im Kreativmodus, ist es tatsächlich so, dass man nicht baue alles ohne Einschränkung, Sauerstoff, Nahrung, Geschichte und Tod sind deaktiviert. Das ist im Prinzip ein reiner Baumodus, wo man hier ganz, ganz viele Sachen ausprobieren kann und wo eigentlich alles freigeschalten ist. Ihr könnt nach Herzenslust bauen, unter Wasser, über Wasser, sämtliche Strukturen, alles, was euch einfällt, hier im Kreativmodus könnt ihr es ausleben. Der Hardcore-Modus bietet dessen genau das Gegenteil. Im Hardcore-Modus ist es ganz wichtig zu überleben. Und zwar habt ihr hier im Hardcore-Modus nur ein Leben. Ne? Überlebensmodus mit nur einem Leben, keine Sauerstoffwarnung. Das heißt, wenn wir unter Wasser sind, bietet uns der interne PDA, bietet uns manchmal die Möglichkeit, dass er, Achtung, wir sind nur noch 30 Sekunden unter Wasser Atemluft, und dann sollten wir uns dann mal irgendeinen Weg raussuchen. Es gibt hier im Hardcore-Modus, gibt es hier keine einzige Überlebensinformation. Das heißt, wir müssen uns alles bestenfalls durch Anzeigen schauen. Dann Hunger und Durst, Gesundheit, ihr seht eine Sauerstoff, ihr seht Temperatur, und wie gesagt, auch der Tod ist hier da. Alle Stats müssen wir hier selber handeln. Es gibt keine Informationen, die wir hier durch irgendein System zugetragen bekommen. Wir müssen uns wirklich um uns selber kümmern. Ein freies Spiel ist im Prinzip wieder Überlebensmodus. Der ist hier oben. Der Überlebensmodus ist wieder Hardcore-Modus, nur mit mehreren Leben, aber ohne Hunger und ohne Durst. Das heißt, wir müssen uns im freien Spiel nur um unsere Gesundheit kümmern, um den Sauerstoffverlust oder den Sauerstoffverbrauch und unsere Körpertemperatur. Körpertemperatur ist ganz, ganz wichtig, gerade über Land oder gerade auf dem Land, weil auf dem Land kühlen wir sehr, sehr schnell aus. Und der Sauerstoff ist im Prinzip wichtig, wenn wir unter Wasser tauchen. Wenn wir ganz verschiedene riesengroße oder kleinere Tauchexpeditionen starten, dann ist der Sauerstoff ganz wichtig. Und Gesundheit wird dann immer wichtiger, je mehr wir im Spiel vorankommen. Je mehr man im Spiel vorankommt, desto gefährlicher werden die Gegner. Bedenkt bitte, dass man die teilweise ganz zum Schluss durch ein oder zwei Treffer ist man hier schon, ihr wisst schon. Ne? Und das Überleben ist im Prinzip das, was der Standard ist. Wir müssen uns kümmern um Essen, also Essen, Trinken, Gesundheit, Sauerstoff und auch die Körpertemperatur. Das sind die 5 wichtigen Dinge, die es hier im Überleben geht. Und das ist Überleben alleine auf diesem Planeten 4546b, während du den Tod deiner Schwester untersuchst. Und das ist meistens der Standard. Damit beginnen die meisten. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier neu seid und ihr wollt das Spiel einfach nur entdecken, dann würde ich euch wärmstens empfehlen, ihr bedenkt...
beginnt erstmal mit dem freien Spiel. Beim freien Spiel müsst ihr euch noch nicht um zu trinken und um zu essen kümmern. Wenn ihr allerdings so richtiger Survival-Experte seid und ihr habt Bock drauf, hier reinzugehen mit einem Standardspiel mit Überleben, Essen und Trinken, dann gehen wir weiter, denn wir starten genau mit dem Überlebensspektakel. Und dann schauen wir uns jetzt das erste kleine Gameplay an. Da werde ich mich ausblenden. Ich werde auch das ein ganz kleines bisschen ausblenden, weil ich möchte euch nicht spoilern. Und wir sehen uns gleich an der, wie soll ich noch sagen, an der Absturzstelle wieder. Ha? Bis gleich. Okay, und dann ein ganz, ganz herzliches Willkommen auf dem Planeten 4546b. Ich habe hier nochmal ganz kurz pausiert, weil uns hier der Bordcomputer schon was sagt. Willkommen auf dem Planeten und das hier ist unsere Kapsel, wo wir abgesprungen sind, beziehungsweise das ist unsere beschädigte Landekapsel, die wird dann gleich explodieren. Das ist ganz normal in dem Spiel, das ist ja einfach so, aber das geht so schnell am Anfang, dass wir da gar nicht reagieren können. Deshalb habe ich hier mal eine kleine Pause eingehauen. Achtung, los geht's. 4546b, enjoy your stay. Na, und das ist die beschädigte Landekapsel, das heißt, die geht gleich, ja, na, und hier guckt mal, ja, da kommt nämlich auch was runter, und zwar ist das unser Landepot, ne, das ist ganz, ganz wichtig, da müssen wir hin, das ist jetzt unser nächstes Ziel, aber bevor es soweit ist, das vergessen nämlich ganz, ganz viele, schaut euch bitte an dieser Absturzstelle um, mit der linken Maustaste könnt ihr hier die ganzen Dinge aufheben. Und schaut euch bitte einfach nur um. Hier liegen sehr, sehr viele Teile rum. Gerade eine Leuchtfackel. Dann liegen hier. Das sind Nährstoffblöcke. Die sind am Anfang, gerade im Überlebensmodus, sind die wirklich ganz, ganz wichtig. Und ihr seht hier unten, beziehungsweise hinter mir, seht ihr hier die Lebensanzeigen. Möchte ich euch gerade nochmal vorstellen, das ist unsere Temperaturanzeige, die hier mit normal immer weiter abfällt. Hier unten wäre dann Sauerstoff. Hier ist der Wasser. Also hier ist ich sag mal, der Wasserhaushalt, je nachdem, wie viel wir Durst haben. Das hier ist Appetit oder Hunger. Ne, die Leiste ist schon halb leer. Und hier, oder beziehungsweise halb voll, je nachdem, wie ihr das seht. Und hier auf der Seite ist unsere Gesundheit. Das sind unsere 5 kleinen Stats, die uns hier immer im Laufe des Spiels angezeigt werden. Das ist im Hardcore-Modus so und das ist im Überlebensmodus auch so. Ne? So, und dann lauft hier wirklich mal rum. Ihr könnt hier wirklich ganz, ganz viel, also ne, einfach linke Shift-Taste bitte mit gedrückt halten und dann könnt ihr hier rennen und denkt bitte dran, alles einsammeln. Ne? Ihr habt hier zum Beispiel gefiltertes Wasser, gibt es hier schon. Na, hier. Alles einsammeln. Sammelt wirklich hier alles ein. In dieser Schneise liegt wirklich jede Menge Zeug rum am Anfang. Und schaut ruhig auch mal in diese Ecken hier rein. Ihr habt hier alle Zeit der Welt. Ja, ist alles gut. Drohende Unterkühlung, das haben wir auch gleich. Entweder gehen wir jetzt an den Pott ran hier. Der ist nämlich auch noch warm vom Feuer. Also der ist ja explodiert. Das heißt, hier könnt ihr euch auch ein ganz kleines bisschen Wärme holen. Guckt mal, bis ihr 100 Punkte habt. Oder macht es doch einfach ganz anders. Lauft bitte hier in eine Höhle rein. An diese Blumen. Hier an diese Thermalblumen. Guckt mal, und die sponsern euch auch Wärme. Ne, das sind Blumen, die am Tag ihre Blüten nach oben zeigen, um die Sonnenenergie zu speichern, beziehungsweise die Energie, die von oben runterkommt. Und in der Nacht packen die Energie aus und wärmen halt alles in der Umgebung. Ne? Deshalb sind hier die Höhlen eigentlich immer schön beheizt. That did not go as planned. Genau, das stimmt. So, und jetzt müssen wir uns zum Pott bewegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir hier alles mal durchgesucht. Ihr seht, der Asteroidensturm ist vorbei. Das heißt, wenn ihr hier irgendwas vergessen habt oder, na, hier guckt mal, wenn ihr hier irgendwas vergessen habt, dann könnt ihr das genau jetzt noch einsammeln. Und wenn ihr jetzt ins Inventar guckt, schaut mal bitte, wie viel das schon ist. Nährstoffblöcke bieten euch am Anfang ganz, ganz viel Nahrung. 75 Punkte. Ihr könnt über 100 Punkte auffüllen. Und auch das gefilterte Wasser bietet euch insgesamt, ne, 25 Wasserpunkte. Das heißt, bei 100 Wasserpunkten kommen wir eigentlich noch mal ganz, ganz gut zur Rande. Jetzt hätten wir eigentlich hier, wie es aussieht, alles abgeräumt. Ich hatte immer einen Verdacht, dass wir 4 Flaschen hier irgendwo liegen hatten. Aber gut, entweder habe ich eine nicht gefunden oder schreibt es gerne in die Kommentare. Wir müssen uns zu unserer Landekapsel begeben. Ne? Und zwar ist es so, ihr lauft hier einfach schnurstracks geradeaus durch die Höhlen. Denkt bitte nicht ganz so nah an diese Pflanzen.
Weil die können euch auch ganz, ganz, also wenn er ganz klein steht, können die euch verletzen. Ne? Wirklich, nehmt ein kleines bisschen Abstand, lauft einfach hier durch. Ihr könnt euch hier dann ganz entspannt umschauen, das ist kein Problem. Der Weg führt linear hier drunter, ihr könnt nichts falsch machen. Und dann sind wir schon da. Wenn ihr diese Klippe hier erreicht habt, wenn ihr diese Klippe hier erreicht habt, dann könnt ihr schon ins Wasser. Dann ist das schon, dann war es das schon. Na, dann seid ihr hier und guckt mal, das ist der erste beherzte Sprung hier bei St. Mautica Below Zero ins Wasser. Da ist unsere Kapsel gelandet. Also machen wir es so. Übrigens, die Kapsel landet eigentlich in jedem Spiel an eigentlich fast der identischen Stelle. Da sind wir ein paar Meter westlich, ein paar Meter östlich. Aber eigentlich ist es so, dass die Teile immer in einem gewissen Radius landen. Ne? Also das könnt ihr von Spiel zu Spiel. Ist es tatsächlich so, dass er halt, wie soll ich denn das sagen, dass es halt immer wieder an fast demselben neuralgischen Punkt hier unten landet, ne, das Teil. So, und dann haben wir hier oben schon die ersten, ne, das sind so kleine Pinguine. Denkt bitte dran, das sind die Großen, also die Mamas und die Papas, die haben dann schlechte Laune, wenn er hier so ein Kind versucht anzugreifen. Das machen wir natürlich nicht. Wir schwimmen erstmal ganz, ganz wichtig hier zu unserem Pott. Hier unten sind kleine Steine, hier unten sind kleine Gesteinsproben. Schaut mal bitte. Oxygen. Wenn wir diese Gesteinsproben aufbrechen mit der linken Maustaste, wenn Found the wir. drop pod. Richtig. Na, haben wir alles gefunden. Wenn wir die Aufzeichnung, das ist alles Spoiler, das mache ich selbstverständlich nicht. Ich sag mal, wenn ihr diese kleine Gesteinsproben aufsammelt, dann habt ihr hier bei euch Gestein, oder was heißt Gestein? Auch Erze und so weiter und Well, so fort. Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my Genau. search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Und ganz wichtig am Anfang, das ist das, was ich euch jetzt noch zeigen möchte. Ganz wichtig am Anfang sind diese Fische hier. New Das creature discovered. sind die sogenannten Blasenfische. Eigentlich sind alle Fische wichtig. Ich gebe euch mal ganz, ganz wichtig noch einen kleinen Tipp. Wenn ihr am Tag hier erstmal nicht zur Rande kommt oder wenn ihr erstmal New nicht creature wirklich. discovered. Wenn ihr erstmal nicht wisst, wie man diese Fische fangen kann oder so, oder kommt nicht hinterher, das ist alles kein Problem. Wartet bitte, bis es Abend wird. Wenn es Abend wird, dann schlafen die meisten Fische hier. Na, hier könnt ihr noch Geiselkörbchen einsammeln. Richtig. So, und dann hauen wir uns mal rein. Habt ihr es gesehen? Unser PDA hat schon angesagt, dass wir hier nicht genug Sauerstoff haben. Und wenn wir dann noch 15 Sekunden haben oder 12 Sekunden oder, dann sagen wir, bitte schwimmen an die Oberfläche. Und das ist im Prinzip die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, dass wir halt auch hochschwimmen können. Jetzt haben wir so einen Blasenfisch eingesammelt und jetzt nutzen wir mal diese zwei verschiedenen Teile. Das ist ganz wichtig. Das hier ist unser Vorrat. Das heißt, das ist eigentlich ein Vorratsschrank. Da könnt ihr alles drin lagern, was ihr wollt. Denkt dran bitte. Auch die Fische, die ihr ganz frisch sammelt, haben noch keine Haltbarkeit. Das heißt, die könnt ihr hier reinpacken und könnt die für immer aufheben, wenn ihr das wollt. Die Erze, die gehen auch nicht kaputt. Auch die Leuchtfackeln, die packe ich am Anfang sowieso immer weg. Auch ein paar Getränke und die Nährstoffblöcke, damit wir am Anfang sehr, sehr viel Platz im Inventar haben. Wir müssen nämlich jetzt anfangen zu sammeln. Was ich euch sehr, sehr gerne empfehlen möchte, und zwar machen wir das gleich, etwas zu essen und etwas zu trinken zu produzieren. Hebt euch die Wasserflaschen, beziehungsweise hebt euch auch diese Feststoffnahrung auf. Na, hier diese Nährstoffblöcke. Und zwar machen wir es jetzt so: Wir werden unter diesen verschiedenen, ne, Gesichtspunkten, hier gibt es Geräte, hier gibt es, ne, persönliches Equipment, hier gibt es zum Beispiel Nahrung und auch die Rohstoffe. Wir gehen in die Nahrung rein und das seht ihr, gepökelte Nahrung. Da brauchen wir dann zum Beispiel Fische und etwas Salz, dann können wir die haltbar machen. Hier gibt es dann normaler gekochte Nahrung, denn unser Fabrikator kann auch kochen. Und hier können wir dann zum Beispiel einen Blasenfisch benutzen, den ich gerade eben gesammelt habe, um hier eine Flasche gefiltertes Wasser draus zu machen. Ne, schaut mal, das können wir einsammeln. Und hier gekochte Nahrung können wir den Reiffisch draus machen. Das seht ihr dann gleich. Und hier habt ihr jetzt einen Reiffisch gekocht. Das heißt, der Reiffisch hat jetzt sozusagen eine, ja, ich sag mal, eine Haltbarkeitsleiste. Und je nachdem, ob ihr den zum Beispiel in eine größere, wie soll ich das sagen, in eine größere Expedition mitnehmt, ist es tatsächlich so, dass der halt extrem an Haltbarkeit einbüßt. Das heißt, wenn ihr einen Fisch fangt, dann seid bitte so gut. Und wenn ihr den Fisch nicht nur fangt, sondern auch kocht, seid bitte so gut und seid euch dessen gewiss, dass ihr in den nächsten Minuten diesen Fisch esst.
Der bietet euch 23 Punkte Nahrung und 3 Punkte Wasser. Schauen wir uns hier unten an. 36,69. Wir essen das Teil. Und schaut mal, ne? Haben wir schon 58 und 72. Das ist schon richtig, richtig viel. Bringt einige Punkte mehr. Wichtig ist zu wissen, dass die Fische am Abend viel langsamer unterwegs sind, viel, viel langsamer schwimmen. Und ihr solltet bitte Hauptaugenmerk auf diese Blasenfische nehmen. Die Blasenfische, die kann man nicht nur zu Getränken verarbeiten, sondern die Blasenfische kann man auch kochen und die kann man hier auch essen. Das ist ganz wichtig. So. Ja, Versorgungsbett, genau. Das ist der, genau, das ist das Notversorgungslager. Das ist dann das erste, wo wir hin müssen. Das ist alles Spoiler-Alarm. Es sei denn, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das zum Beispiel auch sehen wollt. Dann könnten wir uns ein ganz kleines bisschen in der Story voranwagen. Das wäre kein Problem. Oxygen. Und jetzt seht ihr mal, ne, noch 6 hier auf der linken Seite. Seht ihr das? Habt ihr es gerade gesehen? Nur noch 6 Sekunden oder 6, ja, wie soll ich das halt doch, 6 Sekunden Sauerstoff. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass wir innerhalb von 6 Sekunden jetzt ganz, ganz schnell an die Oberfläche schwimmen sollen. Oder schwimmen müssen. Und jetzt seht ihr wieder, wie sich das gleich tauscht. Na, der Sauerstoff mit der Temperaturanzeige. Und dann geht es wieder weiter. Ne? Und dann geht es hier ganz, ganz schnell runter. Die Anzeige ist tatsächlich in Sekunden. Das heißt, wir haben jetzt aktuell nur noch eine halbe Minute, um hier so ein bisschen was einzusammeln, wie zum Beispiel hier die Blasen. Ja, jetzt war ich hier sehr, sehr aufgeregt gerade eben. Den Blasenfisch hier unten, guckt mal, hier unten gibt es dann zum Beispiel Gesteinsproben, die hier einfach so dort liegen. Einfach linke Maustaste, 2-3 Mal draufklicken und dann fällt euch der Fels eigentlich, ja. Oxygen. Der fällt euch eigentlich direkt zu. Dann nehmt den Fels gerade auf oder das Gestein oder das Erz. Und dann habt ihr das bei euch im Inventar. Das können wir gerne nochmal machen. Hier einfach diesen kleinen Gesteinsvorsprung anschwimmen. Kalkstein also zerbrechen, linke Maustaste, das Erz einsammeln und fertig. Ne? Und hier machen wir das nochmal. Ein letztes Mal. Ne? Und jetzt haben wir schon ganz schön viel gesammelt. Jetzt haben wir etwas Kupfer gesammelt. Wir haben etwas Quarz gesammelt und etwas Titan. Alles brauchen wir gerade am Anfang des Spiels. Ist Titan sehr wichtig. Die anderen Erze selbstverständlich auch, aber Titan ist halt am Anfang, das ist halt das Erz, was wir halt im ersten Biom hier häufig finden und auch häufig gebrauchen werden. Hier haben wir mal noch 2 Stück, die würde ich ja gerne mal noch mitnehmen. Na, ja, ganz wichtig, Titan. Und hier haben wir auch noch Titan gefunden. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns hier schon rein. So hier. So, und dann würde ich euch mal noch 2-3 Tipps geben, was ihr am Anfang so direkt herstellen könntet, beziehungsweise was euch hier gerade am Anfang des Lebens etwas leichter macht. Wir werden jetzt hier nochmal eine Kleinigkeit an zu trinken herstellen. Ja, das sind im Prinzip genau die Flaschen. Einmal trinken und ihr könnt diesen Fisch selbstverständlich auch benutzen, um ihn zu kochen und zu essen. Das ist kein Thema. Übrigens auch noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Ne, ihr seht Nahrung 16, Wasser 4. Auch noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Die einzig äußere Membran dient als natürlicher Wasserfilter. Ne, wenn ihr jetzt hier diesen Blasenfisch habt und ihr esst den so, ne, benutze stattdessen Vorratsbehälter, und ihr esst diesen Fisch tatsächlich so, dann füllt er euch etwas, wie soll ich das sagen, dann füllt er euch etwas den Sauerstoff auf. Und zwar machen wir das hier so, wir warten gerade mal, schaut mal bitte hinter mir die Leiste an hier oben. Na, der Sauerstoff geht jetzt etwas zur Neige, 39, dann kommt der 36 und so weiter und so fort. Und wenn wir den Fisch jetzt einfach essen, na, Achtung, oder können wir den mal essen? Gerade jetzt können wir den gar noch mal essen. Dann war das so, dass der uns etwas Sauerstoff wiederhergestellt hat. Ne? Wir könnten... Ja, Moment, wir machen es anders. Wir probieren das so. Der Geiz soll doch nicht so lang gehen. So, 36. Warten wir mal kurz. Zack. Und dann werden wir den mal essen. Na, linke Maustaste. Und schaut mal, der füllt euren Sauerstoffhaushalt wieder auf. Ganz, ganz wichtig zu wissen, diese Blasenfische, damit könnt ihr Essen erzeugen, ihr könnt Trinken erzeugen und unter Wasser, wenn ihr 1 oder 2 Blasenfische gefangen habt, dienen die auch eurem Sauerstoff. Ganz, ganz wichtig. Also diese Fische am Anfang zu haben, ist bestenfalls nicht nur überlebenswichtig, sondern das ist entscheidend, ganz am Anfang. Ne?
Ich sehe schon, ich bin automatisch wieder draußen. Ich fange automatisch wieder an zu sammeln. Die Geißelkörbchen werden auch ganz wichtig. Die sammle ich dann auch immer gleich auf. Und hier gibt es dann die verschiedenen Fragmente, die wir dann bergen müssen, die wir dann scannen müssen im späteren Spielverlauf. Und guckt mal, ne, die Fische werden deutlich langsamer, wie ganz am Anfang. Und dann lassen wir gerade wieder frei. Und ihr seht, die sind halt deutlich langsamer unterwegs, gerade am Abend. Oxygen. Und deshalb ist das für uns ein leichtes, diese kleinen Fische am Abend schneller zu fangen, effektiver zu fangen. Ihr müsst einfach nur hinterher schwimmen. Klar drehen die manchmal ab, ne? Aber ja, auch die kleinen Bumerangfische hier zum Beispiel oder die kleinen Klubscher da. Aber die könnt ihr, ne, relativ einfach könnt ihr die fangen. Einfach hinterher schwimmen. Zack, ne? Und dann habt ihr hier diese, dann habt ihr hier diese Klubscher oder hier vorne, ne, gibt es noch ganz, ganz viele. Gerade die Blasenfische sind hier in ausreichender Zahl vorhanden. Einfach mitnehmen, zack, und die gehen auch nicht kaputt. Ja, dann würde ich sagen, für die erste Folge war es das. Herzlichen Dank fürs Zugucken, für den ersten kleinen Guide. Ich hoffe mal, ich konnte euch bei Subnautica Below Zero etwas weiterhelfen. Wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wenn ich noch irgendwas vergessen sollte oder vergessen haben sollte, gerne in die Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.